Hallo, ich möchte dich und euch alle ganz herzlich begrüßen für diesen Online-Gottesdienst. Ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein. Es ist mein erstes Mal und ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Ich möchte diesen Gottesdienst mit dir und mit euch gerne mit einem Gebet beginnen und ja, möchte euch mitnehmen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du auf meinem Weg bist, dass du auf unser aller Wege bist, dass du uns den Weg leitest und mit uns gehst und uns führst. Ich bitte dich um Führung, um Leitung für diesen Gottesdienst, für den Lobpreis, für die Predigt, die wir von Martin hören werden und dass du uns einen wunderschönen Sonntag schenkst. Amen. Zunächst möchte ich euch auch gerne auf ein ganz, ganz tolles Event aufmerksam machen, was demnächst hier in unserer Gemeinde stattfinden wird. Und zwar im Sommer ist es ein Gemeindeurlaub. Und es haben sich schon über 30 Leute, Teilnehmer schon angemeldet. Und herzliche Einladung noch auch an dich, wenn du dich dafür interessierst. Es ist vom 24. bis zum 31. Juli. Und es geht nach Frankreich, nach Molliez-et-Mar. Und das letzte Mal war es super, super cool und ich möchte dich ganz herzlich einladen, dich dafür zu interessieren und danach zu schauen. Es gibt Infos im Newsletter, der jetzt wieder neu rausgeschickt wird, oder aber auch, du wirst es in dem Link hier unten sehen, dass du einfach eine E-Mail schreibst und dann wirst du darüber informiert, was stattfinden wird. Genau. Für die weiteren News, was so alles in der Gemeinde passiert, und was so ansteht an Neuigkeiten, möchte ich euch informieren, also bereit machen, dass ihr euch den Newsletter nochmal anschaut. Rainer geht in Rente. Herzlichen Glückwunsch dafür und alles Gute. Und was sonst noch alles so stattfindet an tollen oder aber auch an Nachrichten, die zum Gebet anregen, schaut in den Newsletter, dort steht alles drin. Wir haben eine Lobpreiszeit mit Lukas und Martin, die mit Gesang uns begleiten werden. Und der wird weitestgehend auf Englisch stattfinden. Wir werden eine Predigt von Martin hören. Und dafür werden wir jetzt hier nochmal ein bisschen alles schön machen, die Technik vorbereiten, ein bisschen aufräumen. Für euch dauert das nur 2 Sekunden. Wir brauchen 1-2 Minuten dafür. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Gottesdienst der Rheinkirche in einem ganz ungewohnten Setting. Ganz ungewohnt, weil wir das hier alles noch gar nicht gesehen haben. Ja, wir haben uns überlegt, warum nicht eigentlich ein kleines Gottesdienststudio aufbauen, in dem wir irgendwann mal Interviews führen können, in dem wir gemeinsam singen können und der euch vor dem Bildschirm auch einfach gut tun wird. Danke an Adi und alle Beteiligten, die sich dafür reingehängt haben und ganz schön gebuckelt haben, damit das hier irgendwann steht. Vielen, vielen Dank. In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst habe ich Lara gefragt, ob sie Lust und Zeit hätte, die Moderation für heute zu übernehmen. Jetzt stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ich rufe Lara an und frage sie: Lara, hast du Bock und Zeit, am kommenden Sonntag den Gottesdienst zu moderieren, mit uns aufzunehmen? Und postwendend kommt am Telefon die Antwort von Lara: Martin, klar, habe ich richtig Bock drauf. Sag wann und wo, wir treffen uns, ich bereite mich vor. 2 Tage später rufe ich wieder an und frage: Ey, Lara, hast du Bock und Zeit, den Gottesdienst für Sonntag zu moderieren und mit mir aufzunehmen? Für einen ganz kurzen Millisekunde zuckt irgendwas am anderen Ende der Leitung und sagt: Ja, Martin, klar, ich habe mega Bock, den Gottesdienst aufzunehmen. Ich sag mir einfach Bescheid, wann und wo, und ich komme hin und bereite mich vor. Nochmal 2 Tage später rufe ich Lara wieder an.
Hey Lara, hast du Bock für nächsten Sonntag die Moderation zu übernehmen und mit mir den Gottesdienst aufzunehmen? Am anderen Ende der Leitung zuckt es nicht nur mehr, sondern die Reaktion ist ein bisschen harsch. Sag mal, Martin, geht's noch? Habe ich dir das nicht schon zweimal gesagt? Diese Reaktion wäre nur zu gut verständlich auf dieses Szenario. Ein bisschen entnervt, ein bisschen verständnislos, nachvollziehbar. Sie hat mir ja schon zweimal zugesagt. Aber aus meiner Sicht hätte Lara jedes Recht dazu, eben verständnislos zu sein. Warum? Naja, weil es den Anschein hat, dass ich sie in den ersten beiden Fällen irgendwie nicht ernst genommen habe. Nicht ernst nehme in ihrer Zusage und der Antwort, dass sie wirklich die Moderation übernimmt. In der heutigen Geschichte aus dem Johannesevangelium geschieht ein bisschen was Gleiches wie in meinem beschriebenen Szenario. Sogar die Reaktion des Befragten fällt ähnlich aus. Ich lese mal aus dem Johannesevangelium Kapitel 21, Verse 15 bis 17 aus der Hoffnung für alle. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm: Dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus: Dann sorge für meine Schafe. Ich kann die Reaktion von Petrus, insbesondere beim dritten Nachfragen, wirklich gut verstehen. Sag mal, Jesus, nimmst du mich vielleicht nicht ernst? Was willst du mir damit sagen, dass du mich dreimal das Gleiche fragst und dreimal das Gleiche antwortest? Oder glaubst du mir vielleicht nicht, wenn ich dir sage, dass ich dich lieb habe? Geht's noch? Und dann stelle ich mir die Frage: Warum? Warum fragt Jesus eigentlich so penetrant und immer wieder? Was soll das? Was will er damit bezwecken? Was ist das Ziel der ganzen Sache? Und ich habe da eine These. Ich möchte euch diese These vorstellen und mal erklären, warum ich auf diese These komme. Das scheint ja für Jesus keine normale Frage gewesen zu sein. Wie zum Beispiel meine Eingangsfrage an Lara: Hast du Bock, diesen Sonntag den Gottesdienst zu moderieren? Oder eine Frage, die ihr eurem Partner, eurer Partnerin stellt: Wollen wir heute Chinesisch oder Italienisch bestellen? Für Jesus geht es hier in der Frage um mehr, um viel mehr. Man könnte sogar das Ganze zugespitzt formulieren: Für Jesus geht es hier um alles. Und dieses Alles hat bei Jesus hier zwei Kernpunkte. Hey Petrus, sagt er, hier geht es um dein ganzes Leben. Das, worum sich dein Leben drehen wird, das, was dich Nerven und Zeit kosten wird, das, was dich morgens beschäftigt und abends, wenn du ins Bett gehst. Es wird alles von dir einnehmen. Und Petrus, das ist der zweite Kernpunkt dieser Frage, hey, diese Frage geht sogar über dein Leben hinaus. Konkret, wenn du A sagst, wenn du jetzt sagst, ich liebe dich, dann sei dir der Konsequenz des Buchstabens B bewusst, der nach A kommt. Denn
Im Johannesevangelium dann Kapitel 21, Vers 18 steht, ich sage dir die Wahrheit. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Okay, warte mal, ernsthaft, Jesus? Du willst also nicht nur ein Ja für mein ganzes Leben, ich soll alles aufgeben, ich soll alles von mir lassen, ich soll all meine Zeit, all meine Kraft, all meine Leidenschaft in dein Projekt stecken. Aber nicht nur das, sondern darüber hinaus willst du auch noch, dass ich ein Ja finde zu einem gewaltsamen Tod? Ein bisschen erinnert mich diese Geschichte an den Film Matrix. Für alle, die diesen Matrix-Film nicht kennen, der Protagonist, genannt Neo in diesem Film, wird vor die Wahl gestellt, eine blaue oder eine rote Pille zu schlucken. Wenn er die blaue Pille schluckt, dann kehrt er in die heile Traumwelt zurück. Eine Traumwelt, die die Matrix für ihn konstruiert hat. Da geht es ihm gut, da muss er nicht zu viel nachdenken, da läuft sein Alltag wie geschmiert und wie gehabt. Und die rote Pille dagegen wird ihm die Augen öffnen für die Welt, wie sie tatsächlich ist. In dieser Geschichte von Jesus gibt es einen feinen Unterschied zwischen der roten und blauen Pille. Petrus hat die Wahl, aber er kennt die Konsequenzen schon. Neo in dem Film Matrix weiß nicht, worauf er sich einlassen wird. Ihm wird nur gesagt, dir werden die Augen geöffnet und was könnte das schon alles sein? Das könnte wirklich alles sein. Zum Beispiel, dass ich nur noch Italienisch statt Chinesisch bestelle. Ich laufe in ein neues Abenteuer. Ich fühle mich dann nämlich manchmal wirklich ähnlich zu der Situation. Ich mache es ganz oft so, dass ich in ein neues Abenteuer laufe, oft aber auch, weil ich die Konsequenzen gar nicht kenne. Ich bin mir der Arbeit, dem Ausmaß nicht bewusst. Ich glaube, jeder, der zum Beispiel mal ein Haus gekauft hat und dieses komplett sanieren will, der weiß, was das bedeutet, sich auf etwas einzulassen, auf ein Abenteuer. Die wenigsten wissen zu 100%, wie viel Zeit, wie viel Kosten, wie viel von all dem anfallen wird. Die meisten verkalkulieren sich. Manchmal ist das auch gar nicht so schlecht, sonst würden wir uns den Herausforderungen nämlich gar nie stellen, weil es zu viel wäre. Aber Petrus kennt die Konsequenz. Der weiß, was da auf A folgt. Als Jesus ihm dann sagt, folge mir nach. Man könnte auch sagen, Petrus läuft sehenden Augens in sein Verderben hinein. Wenn er jetzt Ja sagt, wird dieses Ja ihn irgendwann einmal umbringen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Im 20. Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 31, steht, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ist da eigentlich explizit die Rede von Leben? Wie geht das jetzt zusammen? Auf einmal sagt dann Jesus nicht nur, naja, ihr sollt schon Leben haben, aber lieber Petrus, wenn du sagst, ja, ich will dieses Leben, wirst du sterben. Und dann kommt wieder dieser Satz, das Predigtthema in meinen Kopf. Sag mal, Jesus, geht's noch? Erst einmal Leben, jetzt Tod. Was ist da los? Hört sich die anschließende Erklärung Jesu seiner Hieroglyphen, die irgendwie gefühlt da stehen, vielleicht wie Leben an? Im 19. Vers steht, damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Leben, obwohl man sterben wird, und seien wir mal ehrlich, keiner von uns wünscht sich einen Tod, wie Petrus ihn dann wahrscheinlich erlitten hat. Die Kirchenväter überliefern nämlich, dass er, wie Jesus, einen Kreuzestod erlitt, als römischer Bürger in Rom selber.
Das wünscht sich irgendwie keiner, oder? Ich möchte mit euch nochmal zurück auf meine These zurückgehen von vorhin. Das ist für Jesus keine normale Frage. Keine normale Frage wie Italienisch oder Chinesisch. Oder hast du Bock, diesen Sonntag den Gottesdienst zu moderieren? Jesus fragt nicht nach deiner oder meiner heutigen kulinarischen Präferenz für unser Mittagessen. Und deshalb ist es auch keine Frage von Zeit und Bock, von einer Laune, von irgendwie etwas, was wir mal für Ja und mal Nein entscheiden können. Keine Frage, die mal zwischen Tür und Angel gestellt werden kann. Keine Frage, die nur einmal gestellt werden könnte, sondern eine Frage, die so wichtig ist, dass er sie dreimal innerhalb von einem kurzen Zeitraum an Petrus stellt. Und übrigens, das schließt sich an meine These an, die er auch uns öfter stellt. Hey Martin, hast du mich lieb? Denn die Konsequenz meiner Antwort, und dessen sollten wir uns zwischendurch schon auch mal bewusst machen, ist gewaltig. Eindrücklicher als Petrus, der diese Frage wirklich mit einem Ja beantwortet hat, selbst nachdem er sozusagen weiß, was daraufhin auf ihn wartet. Und ein Petrus, der sein ganzes Leben Jesus widmet, der beschreibt es wunderbar dann in seinem geschriebenen Brief, den wir in der Bibel finden. Wir machen einen kleinen biblischen Zeitsprung, aber bleiben eben bei Petrus und seinen Texten. Denn kurz vor seinem Tod, als er den zweiten Petrusbrief schreibt, scheint er wirklich kurz davor zu stehen, die Konsequenz tragen zu müssen, die Jesus ihm so schleierhaft im Johannesevangelium erklärt hatte. Und er schreibt diesen Brief. Und rückblickend kann er in diesem Brief tatsächlich sagen, dieser Jesus hat uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Petrus kennt die Konsequenzen auf sein Ja vor etwa 30 Jahren in diesem Brief. Er hat selber erfahren, was es bedeutet, wenn man Ja zu Jesus sagt. Und trotzdem, im Angesicht seines Todes, wirbt er bei seinen Lesern darum, diese Frage Jesu wiederholt mit einem Ja beantworten zu wollen. Denn Leben bedeutet für ihn etwas, was weit über den Tod hinausgeht. Ich lese mal aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 5 bis 8. Deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt. Und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Vielleicht hat Jesus dich schon mal gefragt, hey, hast du mich lieb? Vielleicht fragt er dich heute auch zum wiederholten Male. Vielleicht hast du schon länger bewusst oder unbewusst auf Durchzug geschaltet, mal so ganz kurz weggehört, wenn er das gefragt hat. Ist überhaupt nicht schlimm. Heute gibt es wieder die Chance, diese Frage zu beantworten. Denn Jesus fragt auch heute wieder genau dich diese Frage. Hey, liebst du mich? Und zwar trotz alledem, welche Folgen und welche Konsequenzen das haben kann. Dass wir alles daran setzen, wie Petrus es schreibt, Gott immer besser kennenzulernen.
dass wir uns fragen, wo wir Dinge verändern müssen in unserem Leben, Dinge, die vielleicht auch echt unangenehm zu verändern sind, dass wir alles daran setzen, die Menschen in unserer Gemeinde, Nachbarschaft und darüber hinaus zu lieben, alle Streitigkeiten sein zu lassen. Das ist keine Frage, die einfach so lapidar mal ebenso beantwortet werden kann, aber, und das sehen wir hier im Petrustext, ein Ja lohnt sich definitiv. Definitiv. Weil es das Größte und Wertvollste ist, was wir gewinnen können. Ein Teil Jesu zu gewinnen, Anteil zu haben an seinem Leben und an seinem Tod. Und damit eben zu leben über den Tod hinaus. Was ist deine Antwort auf die Frage Jesu? Lukas und ich singen gleich zwei Lieder. Ich weiß, dass die wenigsten von euch mitsingen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Genießt es oder genießt es nicht. Aber nutzt mal die Chance, diese Zeit, während wir diese beiden Lieder spielen, diese Frage zu beantworten. Lass dir dabei ruhig ein bisschen Zeit. Das ist keine Frage, die so mal eben mit einem Ja oder Nein beantwortet werden sollte. Und dann habe ich eine Idee für dich. Du nimmst dir einen Stift und ein Papier. Und nachdem du dir diese Frage durch den Kopf hast gehen lassen, schreibst du deine Antwort auf dieses Papier drauf. Auf die Frage von Jesus: Liebst du mich? Lukas, liebst du mich? Lara, liebst du mich? Martin, liebst du mich? Und dann faltest du diese Antwort zusammen und steckst sie in dein Portemonnaie. Und trägst sie mal eine ganze Woche mit dir rum. Diese Antwort, die so bedeutend ist, die Jesus dir immer wieder stellt, die so wichtig ist, dass er sie dir immer wieder stellt, wie er sie Petrus gestellt hat. Diese Antwort, ja oder nein, verändert dein Leben. Es macht das Leben nicht unbedingt einfacher, das will ich gar nicht damit sagen. Aber es verändert dich. Dich, dein Umfeld und das Umfeld, das Leben der Menschen in deinem Umfeld. Es verändert dich, damit Jesus ein bisschen größer in deinem Leben werden wird und du und ich ein bisschen kleiner. Amen.
walk away, you're singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have been so, so kind to me. No. Sei gesegnet auf dem Weg, der vor dir liegt. Bleib behütet in der Gnade, die dich trägt. Lass dich leiten und verlass dich auf den Herrn. Er wird dich in seinem Segen sicher führen. Sei gesegnet auf dem Weg und so auch in die neue Woche. Sei mutig und gehe den Weg mit Jesus. Ich wünsche dir und euch allen einen wundervollen Sonntag und ich danke dir, dass du dabei warst. Und ich danke Martin und Lukas für die Predigt und die tolle Lobpreiszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!